Jetzt haben wir diese Corona-Zeit, da kann man regelrecht sehen, wie ganz viele Menschen ihre Lebendigkeit verloren haben. Das ist richtig traurig. Die Kinder sogar, also in der Schule, weil die ja die ganze Zeit als Lösung ihre eigenen Bedürfnisse unterdrücken mussten. Dem wurde gesagt, ihr steckt die anderen alle an und dann kommt die Oma um. Wenn das ein 7-jähriges Kind 2 Jahre macht, ist das so, als ob ich als 70-Jähriger das 20 Jahre mal mache. Das sollte man auch aufhören, auf dem ständig herumzureden. Er müsse sich jetzt unbedingt impfen lassen oder was auch immer man gerne von ihm hätte. Professor Dr. Gerald Hüther, Neurobiologe und einer, der wirklich vielen, vielen Menschen schon einen Einblick in die Wissenschaft gewährt hat, durch seine Bücher, 32 Stück an der Zahl. Schön, dass Sie bei uns sind. Es ist schön, dass wir das jetzt miteinander machen können. Ich bin auch nicht so versessen darauf, mit so einem Professortitel angesprochen zu werden. Also ich heiße Gerald und ich wäre schön, wenn wir jetzt einfach in so einen netten Austausch gehen. Sehr gerne. Sehr gerne. Herr Hüther, wir haben im Vorgespräch gerade schon mal ganz kurz darüber gesprochen. In einem Ihrer Bücher sprechen Sie über einen Wurm. Und zwar mehrfach, einmal über den Regenwurm, aber Sie haben dann gesagt, es gibt auch eine wunderbare Geschichte mit dem Bandwurm. Das fände ich einen schönen Einstieg in unsere Unterhaltung heute. Das kennen wir ja alle, diese Bandwürmer. Es gibt einfach in der Natur schöne Beispiele, wo man Dinge zeigen kann, die auch für uns relevant sind. Und die Bandwürmer, das waren mal ganz bewegliche, kleine, bodenlebende Würmer. Also da gab es 2 Geschlechter und die haben dann so ein schönes Wurmleben da im Boden geführt. Und dann haben einige dieser Würmer vor langer, langer Zeit einen Lebensraum entdeckt, der ihnen richtig gut gefallen hat. Da war alles so, wie sie sich das gewünscht haben. So, als ob wir Menschen plötzlich das Schlaraffenland finden oder das Paradies. Also da war es immer warm, da gab es immer genug zu essen, also im Darm. Und dann gab es auch keine Gefahren mehr, weil da drin war man ja geschützt. Und dann sind sie auch noch Zwitter geworden, dann hatten sie auch noch nicht mal mehr Probleme mit der Partnerwahl. Und dann kann man sich heute anschauen, bei den heutigen Bandwürmern, wozu das führt, wenn man tatsächlich sein Leben so gestaltet, dass alles so nach Wunsch läuft. Ja, die haben gar kein Hirn mehr. In der Welt, in der sie unterwegs sind, brauchen die kein Hirn mehr. Das ist auch weggeschrumpelt. Und dafür haben sie da außen so am Kopf so einen Hakenkranz. Der ist viel wichtiger als das Gehirn, weil da halten sie sich in ihrem Schlaraffenland fest. Ja, und manchmal habe ich das Gefühl, dass das so ein Sinnbild ist für einige Menschen auch in unserer heutigen Zeit, die so in der Welt unterwegs sind, suchen ständig das Glück, hoffen, dass es dadurch zu finden ist, dass sie ein Leben führen, in dem dann alles so ist, wie sie sich das wünschen. Und ja, das wissen auch nur sehr wenige. Seit der Sesshaftwerdung ist das Hirn des Menschen nicht gewachsen und größer geworden, sondern geschrumpft. Also in der Welt, als wir noch als Jäger und Sammler unterwegs waren, gab es so viel zu tun. Da waren wir noch die kleinen wilden Würmchen. Und jetzt haben wir uns eine Lebenswelt geschaffen, die immer mehr von uns selbst bestimmt wird, in der auch kaum noch was passiert, wo wir alles im Griff haben, wo noch nicht mal mehr ein Virus auftauchen darf, der uns mal ein bisschen gefährlich wird. Das muss alles bekämpft werden, mit dem Ergebnis, dass dann in so einer Welt ja, fürs Hirn nicht mehr viel zu tun ist, um es mal so ganz frech zu sagen. Das heißt also, Herausforderungen im Leben führen uns auch dazu, dass unser Hirn nicht schrumpelt. Könnte man so sagen, oder? Das haben Sie jetzt, das ist richtig schön ausgedrückt, ja. Ja. Herausforderungen. Also eigentlich, wir suchen ja alle Glück. So, und hätten gerne diesen Zustand, wo alles richtig so ist, wie in diesem Bandwurm-Lebensraum. Das heißt, man soll schön mit sich selbst verbunden sein und dann auch rechte Hälfte und linke Hälfte im Hirn sollen gut zusammenarbeiten und hinten und vorne auch. Und dann sollen die Dinge, die da eintreten, auch gut zu den Erwartungen passen, die wir haben. Und ja, und so wäre es richtig gut. Und das ist auch naturwissenschaftlich zu erklären, das ist gewissermaßen der Zustand, den jedes lebende System, auch ein Hirn, anstrebt. Das
ordnet seine Beziehungen, in dem Fall die Beziehung der Nervenzellen, so lange, bis dann ein Zustand eingetreten ist, wo alles möglichst gut zusammenpasst. Der heißt Kohärenz. Ja, und deshalb sind wir alle also ein bisschen geschlagen von diesem und laufen auch häufig in Gefahr, wenn wir ein Problem haben, es erstmal schnell aus der Welt schaffen zu wollen. Also lieber findet man jetzt schnell irgendeine Lösung, und dann stellt sich aber nach 2-3 Jahren oder nach einer gewissen Zeit heraus, das war dann doch keine so gute Lösung, aber dann hängt die fest im Hirn. Und das hat was damit zu tun, dass immer dann, wenn man so ein Problem hat, wo es nicht passt, und man dann durch eine eigene Leistung es wieder passend hinkriegt, da werden im Hirn diese, wie die Hirnforscher das nennen, Belohnungszentren aktiviert. Da werden dann Botenstoffe ausgeschüttet und diese Botenstoffe wirken so ähnlich wie Dünger. Also das sind neuroplastische Botenstoffe und die verstärken dann all die Vernetzungen im Hirn zwischen den Nervenzellen, die man benutzt hat, um das Problem jetzt zu lösen. So, und das bedeutet, dass wir mit einem Hirn rumlaufen, wo nicht die Probleme verankert sind, sondern die Lösung, die jeder von uns gefunden hat. Und jeder hat ja andere Lösungen gefunden. Und nicht immer alle Lösungen sind gut. Die Tiere brauchen das nicht. Die haben genetische Programme. Das ist sozusagen alles vorprogrammiert. Wenn da irgendwas passiert, machen die irgendwas. Einem kleinen Vogel braucht auch keiner zu erklären, wie es geht, dass man entfernt wird. Bei Menschen ist das anders. Wir haben ein formbares, zeitlebensplastisches Hirn und sind deshalb Suchende. Wir müssen erst rausfinden, wie es geht. Wir müssen uns dabei gegenseitig helfen. Und natürlich als Suchender kann man sich immer verirren. Nehmen wir das konkrete Beispiel. Ihr zwei habt Streit miteinander, wisst auch nicht, wie er das lösen soll. Und ja, und dann sitzt er dann sozusagen alleine, jeder in seinem Zimmer. Und ich weiß nicht, wie die Lösungen dann im Konkreten aussehen, aber ich kenne welche, die haben dann die Schnapsflasche gefunden. Mhm. Ja, und wenn man die halb leer getrunken hat, dann ist das Problem gelöst. Also dem Hirn ist das recht. Dem Hirn ist, Hauptsache ist wieder Ruhe in der Birne. Ja. So, und dann wird diese Verschaltung im Hirn gefestigt und ausgefahren und gebahnt, die man benutzt, um Probleme durch Schnapssaufen zu lösen. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie das weitergeht. Und da gibt es nun eben viele ungünstige Problemlösungsstrategien. Ich kenne Frauen, die gehen dauernd einkaufen. Ich kenne Männer, die wollen unbedingt Karriere machen. Also jetzt kann man einmal ins Eingeweckte gehen und kann fragen, hallo, was bin ich denn eigentlich für einer? Welche Schrullen und Macken trage ich denn mit mir rum? Und wofür waren die meine Lösung? Sonst, wenn das keine Lösung gewesen wären, wären die nicht in meinem Hirn hängen geblieben. Das heißt also, es sind eigentlich Lösungen, die jetzt in der Zeit ein bisschen überdauert sind und sogar negativ wirken können. Das heißt, wir dürfen alte Lösungen unter Umständen nochmal überprüfen und neue Lösungen finden. Wie gelingt das? Weil das Hirn kennt ja diese Lösung, es findet sie ja okay, der Mensch natürlich auch, weil es ist ja so gewohnt und er weiß, es funktioniert. Wie kriegen wir das hin, dass wir neue Lösungen implementieren im Hirn? Würden Sie das so sagen? Lösung, die wir dann am Ende ja wirklich in uns tragen, die heißt auf Deutsch, wir haben eine feste Vorstellung, wie es richtig ist oder wie man es machen muss. Manche nicht, die machen es aus dem Bauch raus so, mit dem Schnapsaufen zum Beispiel. Aber wenn man dann irgendwann mal jemand geworden ist, der dann seine Lösung darin gefunden hat, dass er sagt, ich möchte jemand sein, der seine eigene Würde nicht verletzt. Oh, wie schön, ne? Da kann man sich vorstellen, der hat jetzt eine Lösung, die hilft ihm, durchs Leben zu navigieren und dabei immer bei sich zu bleiben. Sich nicht von anderen verführen zu lassen, sich nicht vor den Karren spannen zu lassen, sondern der passt eben auf, dass er sich selbst und andere nicht als Objekt behandelt. So, toll, ist großartig. Und wenn wir uns aber umgucken, sehen wir ganz viele Menschen, die mit bestimmten Lösungsmustern herumlaufen, die ungünstig sind. Und die sind aber einmal reingekommen, die haben sie sicher, die sind ihnen ja nicht von Fremden ins Hirn gepflanzt worden, sondern sie waren in der Beziehung zu diesen anderen Menschen früher mal in eine schwierige Situation geraten und haben dafür eine Lösung gefunden. Und eine Lösung, die wir zum Beispiel hier fast alle in unserem Kulturkreis gefunden haben, heißt, wenn es schwierig wird, muss man versuchen, Kontrolle zurückzugewinnen.
Und das ist eine Vorstellung. Man will alles kontrollieren. Und dann kommen natürlich Versicherungsunternehmen und wer nicht alles und hilft einem auch, dass man alles kontrollieren kann. Und am Ende ist man Kontrollfreak und eigentlich gar nicht mehr richtig lebendig, weil immer dann, wenn man irgendwas hat, was einem aus der Kontrolle gerät, da kriegt man Panik und Angst und weiß nicht mehr weiter. Und deshalb heißt die richtige Antwort, ja, es ist unglaublich interessant, ab und zu mal diese Lösungen in Form von festen Vorstellungen und Überzeugungen, die wir uns ins Hirn gebaut haben, zu überprüfen. Im asiatischen Raum heißt das immer, man muss loslassen. Ja, Gott, das hört sich immer so an. Nein, man muss gucken, was da im Hirn an festen, uns dann auch im Leben führenden Vorstellungen verankert worden ist. Und muss sich auch fragen, ob man das noch will, ob das die richtigen sind. Es kann ja sein, dass die zu einem Zeitpunkt im Hirn entstanden sind und dann auch sehr dick geworden sind, wie eine Autobahn sozusagen, dass man da gar nicht wieder runterkommt. Und dann braucht man vielleicht auch Hilfe. Man baut sich diese Lösung ja nie alleine rein, sondern immer in dem Kontakt und aufgrund der Beziehung mit anderen. Und deshalb wäre es dann eben zum Beispiel hilfreich, wenn man eine andere Person fände, die einem die Augen ein wenig öffnet. Und das sollte aber nicht eine sein, die versucht, einen zu ändern, weil niemand kann mich ändern. Sondern aber sie kann mir helfen, die Welt nochmal mit anderen Augen zu sehen. So, und das heißt dann immer einladen, ermutigen und inspirieren, dass das Gegenüber plötzlich nochmal einen anderen Blick auf die Welt richtet. Und das kann dann dazu führen, dass diese andere Person erkennt, dass das eigentlich viel schöner ist, die Welt mit etwas mehr Gelassenheit zu betrachten, als mit diesem ständigen Kontrollwahn. Und dann kann man gemeinsam mal einen Urlaub machen und kann mal probieren, wie das geht, wenn man das alles etwas lockerer angeht. Und kann sein, dass das dann eine innere Haltung wird, also eine neue Lösung, die dann im Hirn über die alte gelegt wird. Und dann ist man ein anderer Mensch. Ich sage immer, das sind aber keine kleinen Veränderungen. Das sind dann, wenn sowas passiert, das ist eine Verwandlung. Diese Menschen erkennt man hinterher oftmals gar nicht mehr richtig wieder. Jetzt sind es ja ganz oft auch Lösungen, die aus einer Zeit kommen, als das Gehirn noch sehr aufnahmefähig war. Man sagt ja, so die ersten 7 Jahre funktioniert das ja noch viel einfacher als später. Das heißt, wir haben Lösungen gefunden, die uns vielleicht, wir nennen es manchmal Überlebensstrategien, also ganz früh angefangen, uns klein zu machen, es recht zu machen, die anderen höher zu stellen als einen selber. Wir begegnen da sehr vielen Lösungen, die aber dann im Erwachsenenleben gar nicht mehr funktionieren. Wie schaffen wir es jetzt rein hirntechnisch, bringen wir diese Autobahn bei, dass sie in die falsche Richtung geht? Oder wie bauen wir eine neue Autobahn? Und wie kann sich die alte Autobahn langsam lösen? Weil das kann ja das Gehirn, das ist ja das Tolle an dem Gehirn. Das würden wir gerne mal von einem Hirnforscher oder einem Neurobiologen hören. Wie geht das? Ja, ich finde das wirklich unglaublich interessant. Die erste frohe Botschaft heißt, das ganze Leben lang geht das. Also bis zum letzten Atemzug kannst du da oben noch mal eine neue Verschaltung reinbauen. Mhm. Also richtiger ausgedrückt heißt es, könnte sich dort oben eine neue Verschaltung herausbilden. Mhm. So. Und nun hab das aber selbst schon halb gesagt und alle, die uns hier zuhören, werden das auch ahnen. Man wird ja im Laufe des Lebens, wenn man so hineinwächst, macht man ja Erfahrungen, man findet bestimmte Lösungen. Und mit den Lösungen macht man dann so weiter. Manchmal funktioniert das sogar und man macht dann Abitur mit 1,0 und dann Studium und Karriere und. Und dann ist man jemand, der eigentlich möglicherweise erst ganz, ganz spät merkt, dass er gar nicht sein eigenes Leben führt. Dass irgendjemand einem damals sozusagen besonders lieb gehabt hat, wenn man sich in der Schule angestreckt hat. Und dann war die Lösung, die man dann eingeschlagen hat, dass man sich in der Schule anstrengt, damit man zu Hause oder vom Lehrer oder von was weiß ich wem dann auch gemocht wird. So, und auf diese Weise tut man und lernt man Dinge, die haben mit einem selbst gar nichts zu tun. Man lernt das eigentlich nicht, weil man daran interessiert ist, dass man das endlich erkennt und erfährt und versteht, sondern man lernt Dinge, damit man anderen gefallen kann. Schwierig, ja? Merkt ihr das? Wenn das so losgeht. Und dann identifiziert man sich ja auch noch, wenn man dann 30, 40, 50 geworden ist, mit dem, was man sich da ins Hirn gebaut hat.
Und dann sagt man, ich bin so einer, ich bin so gut in der Schule. Ne? Und das ist genetisch oder irgendeine Begründung wird man finden, warum man da so ein Überflieger geworden ist, der so wild Karriere gemacht hat. Und trotzdem zeichnen sich solche Menschen, die dann in solche Muster hineingehen, die gar nicht ihre eigenen sind, sondern die das nur machen, damit sie die Erwartungen der anderen erfüllen, die zeichnen sich eben dadurch aus, dass die nicht so sehr lebendig wirken. Die funktionieren prima, Hamsterrad perfekt und meistens auch auf der Leiter weit oben. Aber wenn man da mal guckt, wo sind sie denn eigentlich noch wirklich lebendig, dann merkt man, sieht nicht so gut aus. Jetzt haben wir diese Corona-Zeit, da kann man regelrecht sehen, wie ganz viele Menschen ihre Lebendigkeit verloren haben. Das ist richtig traurig, auch die Kinder sogar, also in der Schule, weil die ja die ganze Zeit als Lösung ihre eigenen Bedürfnisse unterdrücken mussten. Also denen wurde gesagt, ihr steckt die anderen alle an und dann kommt die Oma um. Und dann haben die sich furchtbar angestrengt, ihr Bedürfnis nach Zusammensein mit anderen, nach Rumtoben im Freien und weiß der Kuckuck was, zu unterdrücken, mit dem Ergebnis, dass da so als Lösung im Hirn hemmende Verschaltungen über diese Strukturen gewachsen sind, die das lebendige Bedürfnis eigentlich hervorbringen. Und wenn man das sozusagen ja jetzt schon 2 Jahre macht, dann ist das ungefähr so lange, als ob ich das als 70-Jähriger, wenn das ein 7-jähriges Kind 2 Jahre macht, ist das so, als ob ich als 70-Jähriger das 20 Jahre mehr mache. Und dann wird so langsam deutlich, da hat sich im Hirn etwas gebildet, was nicht so ohne weiteres dann wieder weggeht, wenn die Situation sich verändert hat. Aber es ginge, zeitlebens, es ginge, also am Beispiel dieser Schulproblematik, wenn man den Kindern jetzt nicht das verlorene und nicht geschaffte Sachwissen mit aller Vehemenz eintrichtern würde, damit man, wie das immer so heißt, den Unterrichtsstoff aufholt, sondern wenn man jetzt auf die Idee käme, dass man erstmal deren Lebendigkeit wiederherstellen muss, dass man erstmal denen wieder eine Chance gibt, sich am Leben zu freuen, dann könnte man das auch wieder in die richtigen Bahnen lenken. Und jetzt wisst ihr, die meisten Eltern und auch natürlich erst recht die Lehrer und die dafür Verantwortlichen, denen geht's nicht um Lebendigkeit. Denen geht's ums Nachholen und ums Funktionieren. Mhm. So, und dann wird plötzlich klar, weshalb das dann so schwer ist, wenn man... Das war ja die Frage, wenn man dann mit 40 auf die Idee kommt, wo ist denn meine Lebendigkeit geblieben und wie kriege ich die wieder? Ja, schwierig. Also die Besten, ich sage dann immer, dann hat sich einer verwickelt. Wer hat versucht, alles so zu machen, wie das von ihm erwartet worden ist, hat seine inneren Bedürfnisse mit irgendwelchen Vernetzungen so überbaut, dass die gar nicht mehr richtig durchkommen. Und das nenne ich dann, er hat sich sehr verwickelt und jetzt müsste er sich entwickeln. Also wieder raus aus diesen... was da oben entstanden ist, auch aus diesen Vorstellungen. Und die besten Entwicklungshelfer für uns erwachsen sind die Kinder. Also wenn man das Glück hat, Kinder ins Leben zu begleiten, die haben das ja alles noch, normalerweise jedenfalls, wenn sie nicht gerade von Corona geschlagen sind. Aber normalerweise haben Kinder, die zeigen uns diese ganze Lebendigkeit in ihrem tagtäglichen Sein und viele Eltern erleben das auch so und geben das aber nicht so richtig gerne zu. Aber objektiv ist es so, dass die Kinder sind eigentlich dieses Lebenselixier, was die Eltern auch wieder lebendig macht. Im Grunde genommen könnte man sagen, Eltern versuchen ständig ihre Kinder zu erziehen, aber in Wirklichkeit sind die Kinder die besten Erzieher und vor allen Dingen Entwickler für ihre Eltern. So rum wird dann auch ein Schuh drauf und dann merkt ihr, das ist jetzt eine andere Betrachtungsweise. Und die bringt euch plötzlich auch in eine andere Beziehung zu dem Kind. So, und das könnten wir jetzt auch für eine Partnerbeziehung durchspielen. Das könnten wir für die Beziehungen zu den Kollegen an der Arbeit durchspielen. Wenn man es schafft, in diese andere Betrachtungsweise zu kommen, ist es gut. Also manche Leute gibt's, die sind schon als Kind abgelehnt worden, da gab es irgendjemanden, der denen immer wieder aus Gründen, die ich bis heute nicht verstehe, aber wird auch eine Lösung gewesen sein, gab es Erwachsene, die haben diesen Kindern gesagt, du bist zu dick, du siehst nicht schön aus, du bist nicht charmant und keine Ahnung was.
was will man denn machen als Kind, wenn einem das passiert? Kennt ihr auch solche? Ja, definitiv. Also ich glaube, viele in unserer Community haben das. Und ich habe vorhin kurz erzählt, dass ich, und das habe ich auch schon in einigen unserer Events erzählt, dass ich ganz viele Jahre dieses Kind in mir getragen habe, dieses Bild von diesem Kind, das ich mal war. In einer Zeit, die wirklich herausfordernd war, weil meine Eltern sich nicht vertragen haben. Ich glaube, man sieht es jetzt auch gleich nochmal, das Bild. Ich habe mich abgespeichert als jemand zutiefst Unliebenswürdiges. Ich habe mich sehr verurteilt dafür, dass ich das Leid meiner Mutter hervorgerufen habe, weil ich das immer gehört habe. Also ich habe einfach ein ganz, ganz schlechtes Selbstbild gehabt. Und dieses Selbstbild habe ich mit mir getragen bis ins Erwachsenealter und habe mich dann irgendwann mal auf dem Weg zu meinem Studium so erschrocken, als ich im Auto in den Rückspiegel schaute und habe mein Gesicht, das sich bis dahin natürlich dann auch verändert hat. Ich bin erwachsen geworden. Die roten Haare, die Zahnlücke, das hat sich alles verändert. Die dicken Sommersprossen wurden kleiner und so. Also es hat sich alles eigentlich zum Guten gewandelt. Und ich muss auch ehrlich zugeben, ich lag nachts auf dem Bett und habe mir immer gewünscht, bitte, bitte, lieber Gott, mach, dass ich irgendwann hübsch bin, weil meine Mutter immer meinte, du bist so hässlich. Und also wirklich ziemlich viele psychische und auch physische Gewaltakte habe ich halt einfach erlebt, so wie viele von uns. Ne? Das ist auch überhaupt nicht jetzt dramatisch so im Nachhinein, weil ich das alles für mich aufgearbeitet habe. Aber ich habe wirklich festgestellt, wie stark diese inneren Bilder doch manchmal lange, lange noch weiterwirken. Ich habe überhaupt nicht mehr so ausgesehen wie auf diesem Bild, habe das aber im Kopf so abgespeichert gehabt und mich entsprechend noch so verhalten. Also möglichst, wie Sie das ja auch so schön gesagt haben, halt immer schön angepasst, möglichst viel Leistung gebracht, alles versucht richtig zu machen. Das war meine Überlebensstrategie. Und dann gucke ich mich im Rückspiegel an, aus Versehen eigentlich, weil ich irgendwo was sehen will hinter mir und denke, wer ist das? Das bin ja ich. Und da ist mir das dann irgendwann klar geworden. Das bin jetzt ich. Ich bin gar nicht mehr dieses, jetzt mittlerweile liebe ich dieses Kind sehr, wenn ich es sehe und denke mir, mein Gott, das war doch ein ganz süßer Fratz. Ein bisschen rundes Gesicht vielleicht, aber wunderschön so, ne? Auf seine eigene Art. Jetzt kann ich das integrieren, jetzt habe ich das verstanden, aber ich frage mich manchmal wirklich, wie viele Menschen haben vielleicht von sich selbst so zutiefst unwahre Bilder in sich, die sie einfach immer wieder gehört haben. Und wie kann man das verändern? Ich habe es verändert, weil ich mir das alles bewusst gemacht habe und irgendwann ist es mir aufgefallen. Aber ich frage mich manchmal, wie viele Menschen haben diese Möglichkeit noch nicht. Wir müssen es ja schnell machen, wir haben ja gar nicht mehr so viel Zeit. Leider, wir könnten stundenlang weitermachen mit Ihnen. Aber vielleicht hilft ein Bild, was natürlich sehr drastisch ist, aber das einem erstmal klar macht, was da passiert während dieser Kindheit. Die Obstbauern, die das Spalierobst anbauen, also kann man in Südtirol und so überall sehen, diese wunderbaren Apfelbäumchen, die da an die Drähte gebunden sind. Wisst ihr, wie die diese Tätigkeit nennen, wenn die kleinen Apfelbäumchen an diese Drähte binden? Das heißt Erziehung. Das ist deren Fachausdruck. Mhm. Das ist ja spannend, ja. Und da kriegt man so eine Vorstellung. Und das, was dahinter steckt, ist, wir können offenbar in unserem Kulturkreis gar nicht so richtig anders. Jetzt kommt eine junge Generation, die das anders macht. Das ist extrem interessant, sich mit denen zu unterhalten. Aber unsere Generation und die davor haben immer die Kinder zum Objekt gemacht. So wie ein Obstbäumchen. Es wurde schön festgebunden. Es wurde ihnen gesagt, was es zu tun und zu lassen hatte. Es sollte große Früchte bringen und der Mama und dem Papa Ruhm und Ehre. So. Und da sind wir sozusagen alle auf die eine oder andere Weise festgebunden worden. Und bei dir ist es eben jetzt passiert, dass es da auch noch Erwachsene gab, die so, muss man schon sagen, die, ja, wahrscheinlich war das auch ihre Lösung. Anders kommt man nicht auf die, haben es wahrscheinlich gut gemeint oder so. Ja. Also die haben dir dann eben zu signalisiert, du musst ein bisschen noch hübscher werden und nicht so viel essen, dass du nicht so rund aussiehst und das muss noch anders werden und jenes. Und damit machen die dich zum Objekt. Und das ist etwas, was einem unglaublich wehtut. Also, weil damit werden ja die beiden Grundbedürfnisse, die du als Kind mit auf die Welt gebracht hast, das eine nach Verbundenheit und das andere nach, ja, Eigenständigkeit, nach Autonomie, die werden beide verletzt. Wenn du zum Objekt gemacht wirst, dann weißt du, mit dem bist du nicht wirklich verbunden. Der benutzt dich nur zur Verwirklichung seiner Obstbauernvorstellungen. Und wenn du festgebunden wirst an die Drähte, hast du auch nicht das Gefühl, dass du frei bist. Und dann brauchst du, das ist eine irrsinnige Inkohärenz in mir.
Also da rammelt es da oben, dann braucht ein Haufen Energie, das macht einen auch ganz fertig und da musst du irgendeine Lösung finden. Und du hast dann als kleines Mädchen natürlich nicht so viele Optionen. Also die Eltern kannst du nicht ändern. Also kannst du dich mit dem Bild identifizieren, was sie von dir gezeichnet haben. Also ich bin klein, ich bin dick, ich bin hässlich, mich mag keiner. So, das ist eine Lösung. Weil wenn jetzt wieder jemand kommt und sagt, du bist aber klein und dick und hässlich, und dann sagst du, ja, weiß ich alles und mich mag auch keiner. Und mit der Lösung kannst du das Problem lösen, was du mit dieser Mutter oder wem auch immer hattest. Und dann trägst du diese Lösung mit dir um und dann muss irgendwann so ein glücklicher Umstand kommen, dass du dich langsam sozusagen aus dem Bannkreis dieser Mutter und dieser Lösung verabschiedest, ist immer noch das alte Bild bestimmend für dein Selbstbild. Und dann plötzlich siehst du dich im Spiegel und merkst, hey, bin ich gar nicht. So, und dann kriegst du ein neues Bild von dir. Das ist unglaublich schön. Also man sieht dann auch ein bisschen, dass es irgendetwas in uns Menschen gibt, was uns dazu führen will, dass wir uns von diesen alten, bescheuerten Bildern, die wir uns selbst ins Hirn gebaut haben, als Lösungen damals, als es nicht anders ging, dass uns davon befreien will. Und letzten Endes ist das der Zauber unserer Arbeit, den jeder natürlich dann für sich ganz eigens entdeckt. Aber ich glaube, das ist der Inhalt unserer Arbeit, dass jeder Mensch, der mit uns geht und für sich diese Werkzeuge anwendet, entdeckt, dass viele dieser inneren alten Bilder einfach wirklich überlebt sind und überhaupt nicht wahr. Und auch in diese Eigenbestimmtheit kommt, in dieses sich entwickeln, wie Sie das so schön gesagt haben, und dann eben entsprechend neue Bilder überschreibt. Und es geht nicht ums Verändern, so wie du am Anfang gesagt hast, sondern es geht ums Inspirieren, ums Begeistern. Und in der Vision geht es auch nicht um höher, schneller, weiter, um ein Ziel, um das Schlaraffenland, sondern es geht tatsächlich um eine Herausforderung, zum Beispiel mich endlich zu zeigen. Wenn ich mich dann so in dieser Vorstellung, in der Meditation dort hineinbegebe und es tatsächlich so wahrnehme, als wäre es jetzt, was passiert dann im Gehirn? Ist das der erste kleine Buschpfad, den ich durch Wiederholung und durch nachher schrittweise, jeder hat so sein Tempo, das ins Leben zu bringen. Zum Beispiel, wenn ich mich vorher nicht gezeigt habe, mich dann irgendwann zu zeigen, auch meine Dinge auszusprechen. Wie baue ich diesen kleinen Pfad immer weiter und weiter? Ist das? Ich glaube, rein technisch, damit man es gut versteht, ist das sowas ähnliches wie das, was die Hirnforscher Spiegelneuronen nennen. Und das habt ihr ja vielleicht mal gehört, dass wir, wenn wir jemand anderem bei einer Tätigkeit zuschauen, diese Tätigkeit selbst im Kopf mit vollziehen und die gleichen Nervenbahnen aktiv werden, die man zum Beispiel, wenn ein Affe einen anderen Affen beim Schälen einer Banane zuschaut, dann schält sein Hirn, obwohl er nur dem anderen zuschaut, diese Banane mit. Mhm. Das führt dann dazu, dass man sich eben etwas, was andere tun, nur vorstellt. Skiläufer machen, dass die stehen oben am Start und stellen sich nochmal den gesamten Bewegungsablauf vor, wenn es in den Abfahrtslauf oder ins Slalom reingeht. Und je besser die das können, desto automatisierter können die dann die Strecke runterfahren. Und natürlich kannst du dir auch vorstellen, was du selbst sein möchtest und wie du dich selbst verhalten willst. Und das ist das, was du da, glaube ich, ansprichst mit der Meditation. Du verbindest dich mit dir selbst, du kommst sozusagen dann auch zur Ruhe. Du kannst die Vorstellungen, die dich bisher beherrscht haben, loslassen und erlebst das als eine innere Befreiung. Ja, so. Das ist aber nur die Voraussetzung. Das ist das, was dir in der Meditation passiert. Jetzt müsstest du dieses Gefühl mit rausnehmen ins reale Leben. Und genau. Und dort erweist es sich, ob es dann geht oder ob es nicht geht. So. Und wenn es geht und du merkst plötzlich, dass du mit etwas mehr Gelassenheit dieser ganzen Hektik des Alltages viel besser begegnen kannst, dass du mit Achtsamkeit plötzlich eine Situation herstellen kannst, wo du auch immer bei dir bleibst, wo du dich nicht immer verlierst in den ganzen vielen Stimulationen, dann wird das ja von dir positiv bewertet. Das ist also kohärenzstiftend, so, und im Hirn entsteht der Dünger.
und düngt diese entsprechende Autobahn im Hirn, die jetzt erstmal nur ein kleines Weglein, ein kleiner Weg ist und eine kleine Nervenbahn, aber die wird dann immer stärker. Und irgendwann, das kennt ihr dann auch, wird das sowas wie eine innere Haltung. Dann macht man das nicht mehr, weil man es sich bewusst macht, sondern dann ist es Teil von einem geworden und dann geht man achtsam und liebevoll und würdevoll mit sich selbst und dann auch mit anderen um. Aber das vielleicht eben nochmal, das beginnt immer bei mir. Also der Einzige, den ich auf der Welt verändern kann, das bin ich. Ich mich selbst. Ich kann meine Frau nicht ändern, ich kann meine Kinder nicht ändern, ich kann meine Eltern nicht ändern. Es wäre höchste Zeit, wenn wir uns alle das ganz dick sozusagen irgendwo hinschreiben, damit wir endlich mit diesem Quark aufhören, andere Leute verändern zu wollen. Wir können sie einladen, ermutigen, inspirieren, sich nochmal für die Welt zu öffnen, weil jeder ist ein Gefangener seiner eigenen im Hirn entstandenen Vorstellungswelten. Du kannst dir vielleicht nochmal aufgehen und dann kann was passieren, was sonst nicht passieren würde, wenn er immer nur mit seinen festen Vorstellungen umherlaufen würde. Aber mehr als einladen, ermutigen und inspirieren geht nicht. Fertig. Der Rest ist dann in seine Hände gelegt und wenn er sich nicht ändern will, dann will er sich nicht ändern, wird er sich auch nicht ändern. Das sollte man auch aufhören, auf dem ständig herumzureden. Er müsse sich jetzt unbedingt impfen lassen oder was auch immer man gerne von ihm hätte. Sehr schön. Du bist sehr einladend, sehr inspirierend, sehr ermutigend, Gerald. Ja. Und ich glaube, es hat so gut gepasst, weil wir auch als Coaches natürlich nicht versuchen, die anderen zu verändern, schon gar nicht ungefragt, sondern wir inspirieren durch Fragen. Wir sagen nicht, sondern wir fragen, wir motivieren. Und das war wirklich ein ganz, ganz schöner Satz, den du jetzt zum Schluss gesagt hast. Und wir danken dir sehr. Die Zeit ist schon wieder um und es ist so schade, aber wir werden uns ja wiedersehen und wir freuen uns schon sehr auf das Wiedersehen mit dir. Vielen, vielen Dank und eine ganz gute Zeit bis zum nächsten Treffen. Dankeschön. Ich danke euch und freue mich, wenn das ein bisschen wertvoll war und grüße alle, die uns hier jetzt zugehört und zugeschaut haben. Ja, wir haben in zwei Zoom-Calls jetzt an die tausend Inspirierer, die hier von dir lernen durften. Vielen, vielen Dank. Von Herzen Dankeschön. Alles Gute für euch. Für dich auch. Bis bald. Danke für alles. Tschüss. Tschüss.